Und ich nutze YouTube als Archiv und mache da immer vorher ein Hallo dran. Und deswegen sage ich auch hier und begrüße euch nochmal im Chat mit einem Grabwächter, Grabwächterinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hollow Knight. Wir haben beim letzten Mal uns den Respekt der Mantis verdient, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Hallo Sayo. Wir haben uns den Respekt der Mantis verdient. Es war ein sehr, 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 sehr schöner Kampf. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sind zurück hier in Mistmund. Wir sind zurück bei Hollow Knight mit unserem kleinen namenlosen Krieger. Und wir haben den einen oder anderen Shop aufgemacht und sind jetzt wieder hier zurück. Und wir schauen, was das Abenteuer noch so für uns zu bieten hat. Ich hoffe, meine Kamera ist okay an dieser Stelle. Falls sie nicht in Ordnung ist, sagt ihr bitte Bescheid. Dann bringe ich die woanders hin. Dann bringe ich die sehr gerne sogar woanders hin. Station der Königin nicht. Will da runter? Oh Mist, das habe ich. Ich hätte eventuell oben Geld, eine Lampe kaufen sollen. Mit 120 Geos werde ich das nicht machen können. Achso, apropos Geos. Was habe ich denn jetzt auf meiner Liste? Ich habe rausgerüstet den langen Nagel und den Zeichen des Stolzes für den. Damit der Nagel schön lang ist. Die Frauen wissen, was ich meine. Ein langer Nadel halt länger beim Spaß. Und jetzt gehen wir. Ah, und ich habe Walljumpen gelernt. Ja, 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 ich erinnere mich. Es kommt langsam wieder. Wir gehen mal hier lang. Und wo geht's hier hin? Ach, das war die Frau mit der Bank. Die wollte mir mein Geld abnehmen. Nope. Alles meins. Ich behalte mein Geld für mich. Ich sterbe sowieso nie. Von daher. Oh, ach. So viel zu, ich sterbe übrigens nicht. Achso, ich kann nicht laden. Okay, ich war gerade so. Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht hauen? Oh! Lass mich doch erst kurz wieder reinkommen, Game. Okay, das ist meine Superattacke. Und das ist mein Aufladen. Okay, alles klar. Ich bin wieder drin! Glaube ich. Ich finde auch. Ich finde das Spiel auch super entspannt. Ich weiß auch nicht warum. Einfach weil ich hier extrem unwinden kann. Ich traue diesen kleinen Kugeln nicht. Ich weiß nicht wieso. Na komm. Ich weiß nicht wieso. Da ist nichts. Gehen wir mal hier lang. Oh! Okay. Ich wollte eigentlich nicht sterben. Was war das? Das war gefährlich. Ha. Aber jetzt kann ich mich darauf einstellen. Das wird mir nicht noch einmal passieren. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Hm, das Zeug, was in denen drin ist, das scheint so eine Art Missil zu sein. Das ist nicht gut. Oh, ich höre unseren Webmeister. Oh! Okay, ich kann diese schwarze. Oh! Das hat mich aber weggedrückt. Was war das denn? Ich kann diese schwarze Masse nicht durchtrennen. Das ist natürlich mega schlecht. Hopp. Dann gehen wir da nicht lang. Scheint doch gesünder zu sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Der Grünweg. Hier war ich schon mal. Aber nicht von dieser. Kann ich auf den. Ich kann bestimmt auf dem Schwert hüpfen. Ich meine, ich könnte höchstwahrscheinlich auch so weit springen, aber man will es natürlich nicht übertreiben.
war knapp. Oh ja, morgen um 8 raus hört sich definitiv so an, als ob man ins Bett gehen könnte. Gute Nacht, schlaf gut, danke fürs Vorbeikommen, danke für den Host und danke für den Follow unten. Ich möchte keinen Boss machen mit 2 Leben. Nope. Nope. Jetzt geht nein. Ich muss da irgendwo mal jemanden finden, dem ich mal eben ein bisschen Leben aus dem Revier jetzt kloppen kann. Nein, das gute Leben, das dahinter war. Natürlich zu danken. Schlaf gut. Dankbarkeit ist sehr wichtig. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Weg! Böser Mistkäfer. So, volles Leben. Jetzt wollen wir mal gucken, was der Boss so kann. Hier ist gefährlich. Hier will ich nicht hin. Alles voller Stacheln, alles voller Böser. Alles voller böser Leute. Die ich alle nicht kenne mit Namen. Hopp. Ist das ein Boss oder nicht? Jetzt ist er gespannt. Ich meine, das sieht aus wie einer. Was ist denn da oben los? Ich darf mir hier Energie holen. Wir konnten offensichtlich einfach so hier lang. Ohne dagegen zu kämpfen. Worum geht's bei diesem Spiel? Das weiß ich nicht. Wir sind dieser kleine süße Typ hier und wir irgendwas befehlt uns hier reinzugehen und wir, oh Gott, ich weiß auch nicht genau, was wir suchen. Okay, wie, wo, was? Alles klar, Leben ist wieder voll. Bisschen mehr konzentrieren. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ein bisschen konzentrieren, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Nice. Okay. Oh, das sind nur so kleine gewesen. Oh, es tut mir leid. First try, meine lieben Leute. Easy go. Oh. Ne, da war nichts. Okay. Okay, der spuckt. Der spuckt. Bin ich jetzt wieder da oder bin ich woanders? First try. First love. First love. Okay. Da oben ist eine Truhe. Ich werde versuchen, mir diese zu holen. Ich weiß nicht, ob ich einfach so auf diesem Monster landen kann, deswegen werde ich das wieder mit Schwerthops machen. Läuft aber. Einfach nur Geld. Just Geld. Aber wir brauchen... Oh! Eine Lava. Ich will sie. Und alle Menschen, beziehungsweise, ich weiß ja nicht, Menschen, das ist ein bisschen eitel gesagt, alle von diesen Wesen werden verrückt. Und eigentlich sind diese Wesen gar nicht böse. Keins von denen, die sind alle verrückt. Komm, ich befreie dich, mein kleiner Freund. Du hast was Besseres verdient. Du hast ein Leben in Freiheit verdient. Und ich habe Geld von deinem Papa verdient. Oh Gott, das wird. Ich wollte gerade sagen, alle meine Kraft kosten, aber anscheinend nicht. Was ist das? Na toll, jetzt bin ich zurück. Gibt es da noch mehr, was ich wissen und brauchen muss?
Geh nochmal hier lang. Betrachten. Ein bleiches Wesen erhebt Anspruch auf die Höhlen voraus, obwohl sie einst unser Grund und Boden waren. Es scheint wohlwollend, doch teilt es nicht unseren Traum an. Die Eisenort ist Vorsicht geboten. An diesem Ort ist geboten, wie komme ich da durch? Okay, dann halt nicht. Vielleicht später. Ich sollte es nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Das wäre ganz gut. Komm her. Ich brauche ein Taxi. Dafür braucht man schon Timing. Das macht man nicht einfach so. Das hat man Skill, das kann man nicht kaufen. Ich hatte letztes Mal einen Screenshot gesehen aus Earthbound. Und ist ja auch eins der Spiele, die die vierte Wand ziemlich zerbrechen. Und da gab es einen Satz raus und da stand, du kannst alles kaufen, außer Freundschaft, Liebe und Erfahrungspunkte. Und ich sehe das komischerweise genauso. So, jetzt waren wir hier. Wie fand ich das? Ich fand das so, naja. Ich meine, wir haben diesen Boss besiegt, das muss irgendwas wert sein. Und wir haben schon lange kein Leben mehr regeneriert. Und bei zwei Herzen werde ich immer leicht nervös. Oder zwei Masken oder was auch immer habe ich das... Ist die Frage, ob ich da lang gehe. Wow. Okay, die sitzen da schon ziemlich lange, habe ich das Gefühl. Okay. Das war aber nicht das, was ich gehört habe, oder? Hallo? Ausruhen. Ach, das ist eine Bank. Schön. Das Leben hat mich wieder. Und wohin nun? Hier war ich definitiv schon. Oder? Na, Maika scheint nicht zu sehen. Oh! Fudge Knuckles. Weg, in Form. Aua. Oh, nice. Die gute Charge Attack mit meinem super langen Nagel. Damit kann ich super lange nageln. Sexy Wurst. Wow. Ich bin immer da hochgelatscht, ich bin aber noch nie nach links gelatscht, glaube ich, oder? Aha! Seht ihr, was ich meine? Soll ich da hinkommen? Das ist ein bisschen weit, aber da gibt es ein Item. Ja, hier war ich überall noch nicht. Woher sollte ich das wissen, dass du da... Also wirklich! Woher hätte ich das wissen sollen? Oh! Nee. Kein super geheimer Gang, schade. Ein Automat mit dem Symbol einer Bank. Geo einwerfen, 50. Ausgeruht, Karte aktualisiert und ich kann weiter nach oben. Das sind 50 Geo auf jeden Fall wert. Oh,
Ihr seht, ich bin entspannt. Ihr seht, es ist ein tolles Spiel. Jetzt fehlt nur noch eins. Eine Richtung. Ich glaube, hier war ich überall schon. Ich könnte auch auf die Karte gucken, aber... Hier war doch der Krieger, oder? Ja, und oben rechts bin ich noch nicht weitergegangen. Oben rechts bin ich nicht weitergegangen. Okay. Erst hier rein. Ich glaube, erst hier rein. Und dann nach oben. Wer braucht schon? Who needs a map? Ding. Secrets. Die grünen Kinder traten aus dem Traum und in dieses Land. Hier werden wir nun voller Geduld den Aufruf zur Rückkehr erwarten. Okay. Das ist schon wieder so ein großer Schildtyp. Nein, danke. Bin ich aber aus dem grünen Weg raus, wie es scheint. Ah, hier habe ich gegen diesen, gegen die riesen Larve gekämpft, um den einen zu retten. Ich erinnere mich. Aber was mache ich hier jetzt genau? Wie gehen wir da lang? Hier sind wir wieder im grünen Weg. Was war das denn? Alles voller Spikes. Spikespiegel etwa. Oh. Da sind noch Gions. Ich weiß nicht, ob ich die tatsächlich brauche. Hier ist eine Kiste. Meins. Oh, ich glaube, das war voll die dumme Idee. Eine Falle! Aber ich werde nicht aufgeben. Oh, die werden so schnell, da sollte man eventuell dann doch aufgeben. Wenn ihr das nächste Viech spuckt, dann werde ich ein bisschen... Oh. Gut, einer noch! Einer noch! Kann ich auch hier lang? Ich kann auch hier lang, okay. Ganz viele von denen. Baldur Panzer. Na, easy ist was anderes, aber... Aber ich meine, jetzt sind wir hier. Vielleicht gibt es noch mehr, was wir uns ergaunern können. Ganz schön dunkel hier drin. Ich bin froh, wieder draußen zu sein. Ist das eine Larve? Oh! Ich werde umgebracht von Stalaktiten, Stalagmiten. Ich will nicht wissen, was da unten ist, danke. Es ist dunkel. Grabwächter, ich bin allein. Ich habe nur euch. Helft mir bitte. Seid mein Licht. Seid meine Lampe. Seid meine Hoffnung. Hallo? Heulende Klippen. Wieder eine neue Gegend. Und wir haben ein bisschen Leben gekriegt. Schön. Oh. Aber relativ einfache Gegner hier. Und überall diese riesigen Larventypen, guckt ihr das an? Ein Königsidol. Wir können nicht weiter nach da. Okay. Ich
Ich höre irgendwas laufen, ganz merkwürdig laufen sogar. So ein Klicken und Klacken höre ich. Wenn ihr das auch hört, dann lasst es mich nicht wissen, es ist gruselig. Okay. Leben ist wieder voll. Ach, pff. Okay. Das war nicht clever. Das auch nicht. Ganz langsam. Ganz entspannt. Getting over it. Nur im besseren Stil und in einfach. Ach, da sind tatsächlich die Insekten mit diesen Klicken. Okay, ich werde nicht weiter nach. Ach. Ah. Das hätte nicht sein müssen. Aber wir leben noch. Sterben wirklich recht wenig, wenn ich das anmerken darf. Wo kommen wir von hier raus? Dämlich. So dämlich. Aber... Ich rolle nie. Hier liegt Grub, der große Denker. Combo! Ich muss ja sagen, die Königspass. What? Das sieht ziemlich krass nach Anfang aus. Das ist der Anfang. Lol. Jetzt darf ich mich komplett von vorne hier durchboxen? Och nö. Das kommt mir so bekannt vor. Ja, wir sind wohl einmal rumgegangen. Von noch weiter oben. Huch, hoppala. Der wird ja einfach aufgespießt. Oh, aber ich kann mir extra Leben holen, wenn ich will. Okay. Oh, ich sehe euch, ihr Kleinen. So nicht. Das Extra-Leben nehme ich natürlich mit, auch wenn ich das nicht brauche. Aber was hast du vermisst, denn nicht, sagt meine Mama immer. Also, da, so viel zum Extra-Leben und ich brauche es nicht. Mist. Oh, da wäre ich aber jetzt gerne rübergekommen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich aber nicht rüber. Schade. Wenigstens kann ich relativ einfach wieder zurück. So, hier die Tür ist auch schon auf. Ab zurück nach Mistmund. Ab zurück. Irgendwo hin, wo wir jetzt vielleicht nochmal einen Boss finden. Ich denke mal, wir müssten von hier aus nach rechts kommen. Und wir müssen gucken, dass wir eine Lampe finden. Maskenscherbe, Gefäßteil, Geoschwarm, ein robuster Panzer, eine Lama, Fliegen, Laterne mit 1800 Geo. Wucher! Das ist Wucher, sag ich! Unerhörte Preise! Das ist ein Monopol! Bavanada. Ich hab definitiv Multipass. 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 Ich weiß gar nicht mehr. Mist, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. John McClane, ne? Tut mir leid, Sir. John McClane ist schon an Bord. Was? Das kann nicht sein. Ich bin John McClane.
Super langer Nagel. Okay, den wollte ich schon immer mal töten. Hier mussten wir zwar nicht hin, aber er hat's verdient, oder? Glaube ich, irgendwo. Tief in seinem Innern wusste er, dass er Böses tat. Auch wenn ich nicht genau weiß, was er getan hat, es war böse. Ich urteile über sowas. Ich bin Pharao, ich fälle Urteile. Er war böse, Punkt. Er hat es verdient. Er war nicht Herr seiner selbst und deswegen. Ach ja, hier komme ich nicht weiter wegen. Ach so, ich. Kann ich nicht. Habe ich nicht gelernt, wie man nach unten chargt? Vielleicht kann ich das mit dem Downchargen. Ach komm, Dallas! John McClane ist fucking stirbt langsam. Oder? Natürlich kommt Dallas. Ah! Multipass. Heika! Vielen Dank. Wir sehen uns definitiv. Und eine gute und erholsame Nacht für dich. Und auf bald. Holt er den. Da ist irgendwas. Wir gehen dahin. So. Und heilen uns mal ein bisschen. Es ist alles so gruselig. Die besten Grüße an einen treuen Grabwächter. Muss doch nicht sein. Hey, Heika, dankeschön. Ich dachte, du wolltest das Bett. Hau ab, doch. Dankeschön. Und willkommen in der Reihe der treuen Grabwächter. Schön, dich hier zu haben. Auf die beste Zeit. Super! Wir gehen mal hier lang. Ich glaube, hier war diese super traurige Schnecke, ne? Ja, genau. Stabiler Körper. Talisman-Socket. Warte mal, für meine Karte. Du weißt aber nicht, wofür der fehlt, du. Dankeschön. Ja, damit haben wir unser Subgoal wieder erreicht, übrigens, meine lieben Freunde. Außerdem ist Chaos Elisa auch wieder hart angeschlagen. Wir haben heute oft den Streamboss gewechselt. Ja, das heißt, der sexy Osterkalender wird doch wieder in Angriff genommen. Yay! Und ja, wir werden einen Zusatz-Spezial-Event-Stream im Monat haben, nämlich unser wunderbares In einem Rutsch. Ich freue mich drauf und mal schauen, was wir so für Spiele finden werden für dieses wunderbare Format. Ich bin immer noch der Meinung, den fünften Teil aus der Mega Man-Reihe, aber erstmal zumindest zum Anfang. Aber mir hört ja keiner zu. Ihr wollt nicht hören, dass das ein gutes Spiel ist. Und ja, ich mag diese Jump'n'Run-Dinger. Die fördern meinen Geist und meine Fingerfertigkeit. Und das mag ich und meine Frau. Und die Frauen auch, Entschuldigung. Ich wollte das nicht so. Guck mal, wie lang mein Nagel ist. Ich kann sogar durch die Tür greifen damit. Aber es reicht nicht, um ihn umzuschlagen. Oh. Gehen Sie bitte weg. Jemand an. Oh! Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Da oben gibt es einen Zugfreund. Da gehen wir mal erst hier. Da gehen wir erstmal hier hin. An die Bahnstation. Haben wir die schon offen? Hey, du bist's! Jesu! Hey! Bleiches Ding! Du benutzt diese alten Linien? Erbärmlich. Ein wahrer Krieger trägt sich selbst in den Kampf.
Er bedarf solcher Annehmlichkeiten nicht. Ich setze mich mal neben dich, weil du... Ich glaube, du brauchst Freunde. Hey, Tiso, komm doch näher. Ich bin's, Ustra. Wir sind beide einsam in dieser Welt. Leer von innen. Aber zusammen können wir diese Leere füllen. Ich fülle dich und du erfüllst mich mit Freude. Wir können zusammen eine tolle Reise haben, du und ich. Nur wir zwei. Wir könnten ewig auf dieser Parkbank sitzen bleiben oder wir könnten unser Schwert heben und ein Abenteuer bestreben. Er will einfach nicht. Er will nicht mit mir reden. Ein Automat mit einem Symbol des Hirschkäfers. Yes, yes. Eine weitere Linie öffnet sich. Das ist gut. Ich rede mal mit ihm. Du hast nun einige Hirschkäferstationen geöffnet, nicht wahr? Ich bin dankbar für die Gelegenheit, aufs Neue das Königreich zu bereisen. Je mehr Orte ich besuche, desto mehr Erinnerungen kommen zurück zu mir, als würde ich die Hirschkäferwege meiner Gedanken wieder bereisen. Öffne weitere Stationen und meine tiefe Dankbarkeit ist dir sicher. Jetzt bin ich wieder hier, das ist aber falsch. Ich muss einen höher. Und dort nach links. Kann ich das? Und darf ich das? Also theoretisch hier. Wo ist das denn jetzt? Ist das? Achso, da ist der... Ja, das ist hier. Ich komme hier nirgendwo weiter. Dann werde ich doch nochmal die Hirschkäferstation nehmen. Glaube ich. Hey, mein Freund, lass uns eine Runde reisen. Wir gehen zur Station der Königin und wieder zurück nach den Manticore, Mantis, Mantiten? Mantiten. Wir gehen zurück nach den Mantiten. Und irgendwo hier werden wir weiterkommen. Station der Königin, Nebelschlund, wir wollen ins Tiefnest. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir wollen ins Tiefnest. Aber auch da habe ich keine Lampe. Ich könnte auch Geld machen und mir eine Lampe holen. Auf einmal macht alles Sinn. Ich glaube, ich hole mir Geld und eine Lampe. Ich glaube, das ist aktuell die bessere Idee. Weil ich nicht weiß, wie ich bei manchen Wegen weiterkomme. Hopp, hopp. Ach, dann könnte ich nochmal zurückgehen. Und mir mein extra Cash holen, was ich mir verdient habe, weil ich so viele Larven, eine Larve. Och. Guck dir an, wie lang er ist. Och. Und dann ist er einfach in mir explodiert. Das macht man doch nicht. Das ist nicht gut. Das mag ich nicht. Da bin ich kein Freund von. Wir könnten auch zurück zur Bestie gehen. Schaffe ich das? Na sicher schaffe ich das. Na sicher! Journal des Wanderers. Okay. Brauchte ich das für irgendwen? Oh, um 2:30 klingelt der Wecker. Ich wünsche dir, dass der Wecker Erbarmen zeigt. Dankeschön fürs Dabeisein, Chaos. Danke nochmal für deinen Support heute. Danke natürlich für all euren Support. Er ist nicht vergessen und nicht vergebens. Und ich glaube, das Internet hat sich ein wenig... Ich habe heute Hoffnung. Das Internet ist wunderbar heute. Ich
habe ich einen Frame verloren. Ich bin... Wow. 30 SMS von unserem wunderbaren Internetanbieter. 30 SMS. Das muss ja was bedeuten, oder? Ah, Mist. Achso, Freitag könnte übrigens sein, das sage ich später nochmal, dass ich ein bisschen später erst streame. Hab ich das schon gedrückt? Dass ich ein bisschen später streame? Nee, hab ich noch nicht. Denn dann muss ich irgendwie essen gehen mit der Arbeit. Und dann kann ich vielleicht nicht um 20 Uhr anfangen. Ist das ein Boss? Au! Nein, du bist jemand, der mir Geld gibt. Nice von dir. How nice of you. Wir brauchen aber noch jede Menge mehr Geld für die Lampe. 1000 Geo, um genau zu sein. Wo geht's denn hier lang? Ich weiß es nicht. Auch weil ich nie weiß, wo ich bin. Ich meine, Lebensmanagement ist gar nicht unser Problem. Das wird zweimal wehtun. Oder auch nicht. Da war ein Chios, habt ihr gesehen? Yes! Gib mir all das Geld, hopp. Als ob ihr mich so leicht bekommen würdet. Ich hoffe, ihr kriegt noch Australer Chaos. Sagt ihr vorhin, ihr kriegt keine. Ich hoffe, das funktioniert alles wieder. Wieder ein Boss, wo ich nicht hin kann. Wo muss ich aktuell hin? Irgendwas muss es geben, was ich hart übersehe. Ich meine, hier alles zeigt hier in Richtung Mantis. Oh. 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 Das schaffe ich auch mit Biegen und Brechen vielleicht. Ja. Wo will mein Geld hin? Geld, bleib hier! Es will nicht in meine Tasche. Oh Gott, ich bin ein... Oh Gott, ich bin ein mutiger Mann. Ich bin ein... Oh, 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 da war Geld! Wir gehen mal hier lang. Was ist hier? War ich hier schon? Ah, hier habe ich, Oh, warte mal, jetzt kann ich hier lang. Ich kann hier tatsächlich lang. Fuck. Oder so. Ah, okay, ich bin trotzdem hier. Oh, fuck. Das war dumm. Heil mich, oh mächtige Bestie. Erinnert mich ein bisschen an Jade gekommen auch, ne? Wo ist Günther, wenn man ihn braucht? Oh. Ein Stück habe ich schon mal der Brücke. Ich mag das, diese ganz präzisen Sprünge zu machen. Das macht so Spaß, einfach weil das Spiel dich einfach belohnt und sagt, ja, das klappt. Das ist kein Problem, du kannst das so machen, weil das funktioniert. Eine große Ritterstatue mit einem Sockel auf ihrer Brust, das Stadtwappen einsetzen. Achso, ja, Blue Wolf, falls du das nicht mitgekriegt hast, Entschuldigung. Ich hatte... über die Nacht, also heute ab gestern ab 22 Uhr und gestern ab 22 Uhr und ab heute 5 und 6 Uhr, ich habe insgesamt 30 SMS gekriegt, die gesagt haben, das Problem ist behoben. Bei 30 SMS könnte es sein, dass es wirklich klappt, weil heute ist nicht nur Glück anscheinend, weil ich habe nicht einen einzigen Frameverlust, also ist wohl wirklich irgendwas gemacht worden. Ich freue mich mega drum, das finde ich awesome und dafür ein Fistpump an dieser Stelle. Auf dass es so bleibt. Oh, weil gerade jetzt wäre das natürlich super gelegen,
Oh, fuck! So zieht. Mit dem North-Team zusammen jetzt in eine geile Zeit zu steigen, ohne Internetprobleme. Das wäre natürlich super, wenn ich auch sagen könnte, hey, ich bin präsent und ich bin da und ich will, ich will Dinge tun. Okay, da trainiert irgendeiner. Hier komme ich nicht durch, weil wegen anderer Seite. Okay! Was habe ich gerade gehört? Oh, wow, der hat auch einen ziemlich langen Nagel. Aber ich habe einen längeren. Ha! Sexy Ostra. Und der ist auch spitz. Der ist nicht nur lang, der ist auch spitz, Grabwächter. Oh, diese Viecher sind gefährlich. Die sind gefährlich. Ich bin gespannt, wo es hier hingeht. Oh, wow, 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 ruhig hier. Okay, ich prügel mich dadurch mit Macht und Kraft. Kein intelligenter und, wow. Oh mein Gott, auch eine schöne Szene, oder? Ich guck mal ein bisschen hoch, vielleicht ist das ganz gut. Na, der Winkel ändert sich leider zu krass. Wow, sieht das toll aus. War's für dich. Du böser, gemeiner Mann! Oh. Aufzug. Hey, da war was! Aufwärts. Die großen Tore sind versiegelt. Möge niemand die Stadt betreten, möge niemand die Stadt verlassen. Das hört sich aber nicht nett an. Hey! Dich kenne ich doch. Quirrell! Die Hauptstadt liegt vor uns, mein Freund. Was für ein düsterer Ort sie zu sein scheint. Ein Ort, der die Erklärung für so manch ein Geheimnis birgt. Auch ich habe die Anziehungskraft dieses Ortes gespürt. Doch jetzt sitze ich davor und zögere, zu ihm hinabzusteigen. Ist es Angst, die mich zurückhält? Oder etwas anderes? Es ist einfach zu geil, neben dem zu sitzen. Es tut mir total leid. Aber hier zu sitzen, dieses wunderbare Artwork zu sehen, wie der Regen in den Scheiben ist. Ich mag es, dass die Lampen kleine Glühwürmchen sind, die in Kugeln eingeschlossen sind. Auch wie der Regen an dem Dach oben runterperlt und hinten im Hintergrund auf der linken Seite einfach Säulen einer gigantischen Stadt, wo man nicht genau weiß, wie er schon sagt, ob das gut oder schlecht ist, hier zu sein. Ah, ich bin mega Fan von dem Artwork. Das ist... Wow. Das Gameplay ist so smooth und das... Oh. Okay. Oh. Du willst kämpfen, alter Mann, ne? Ah, ein Ostrahler. Hier lang gehen. Um dann da lang zu kommen. Um den zu verprügeln. Und noch mehr Geo zu machen. Stadt der Tränen. Ja, Mann, ich weiß, was du meinst, Game. Geile Szene, wo der sakrale Chor einfängt. Miro, danke fürs dabei sein. Das war genau die richtige Sekunde für den Chor. Boah, super abgepasst. Wenn das beabsichtigt war oder weil das durch meine Langsamkeit kam. So sieht's aus, Skyly. Nicht einen Frame verloren heute. Nicht einen. Nicht einen halben. Komm, jetzt geben wir dir mal ein bisschen auf den Keks hier. Perfekt. Oh, die Geo sind wirklich schade. Oh, den hab ich ertränkt, das wollte ich nicht. Oh, den Boden habe ich auch kaputt gemacht. Ich bin ein Vandalist! Ein Störenfried, aber.
Ein Mechanismus mit einem einfachen Schlüsselloch. Okay. Danke, Blue Wolf, fürs Dabeisein. Oh Gott, Cutscene. Ich muss alles aus. Ich kann nicht. Ich lasse das alles so an. So sehen wir uns wieder, kleiner Geist. Normalerweise bin ich recht scharfsinnig. Dich habe ich allerdings unterschätzt. Aber ich kenne nun die Wahrheit. Du sahst über die Grenzen des Königreichs hinweg. Deine Widerstandskraft wurde aus zwei Lehren geboren. Es ist keine Überraschung, dass du das Herz dieser Welt erreicht hast. Daher sollst du nun erfahren, welches Opfer sie andauern lässt. Falls du trotz des Wissens über die Wahrheit eine Rolle im Fortbestehen von Highlands Nest spielen möchtest, dann suche nach dem Aschernen Grab und dem Zeichen, das dies für eine wie dich bereithält. Nein, wie hieß sie nochmal? Hornet, ne? Denkmal für den Hollow Knight. In dem schwarzen Gewölben hoch oben. Durch sein Opfer bleibt Highlands Nest ewig bestehen. Tempel des schwarzen Eises markiert. Sie ist doch Hornet, oder? Ich mag die total gerne. Will ich den Aufzug holen? Ich meine, es gibt hier zu viele Wege, die ich gehen kann. Ich suche eigentlich nur eine Bank. Wir können hier nicht raus, aber wir können hier die Truhe mitnehmen. Und hier können wir noch nicht weiter. Oh, diese Cutscenes und so. Ich weiß nicht, ich meine, klar, es soll ähnlich kryptisch sein wie bei Dark Souls. Ich sag ja, das ist ein Dark Souls 2D Metroidvania-like Game. Aber die Stimmung, die macht so gut. Einfach, du weißt nicht, warum du hier bist. Wie gesagt, du hast irgendeinen Ruf gehört, dass du halt in diese Stadt sollst. Und du weißt nicht, was dich treibt, hier zu sein. Du weißt nicht, was dich erwartet am Ende deiner Reise. Und jetzt so, ja, es ist. Highlands Nest bleibt ewig bestehen. Wegen dem Hollow Knight. Das Spiel heißt Hollow Knight. Wer ist dieser Hollow Knight? Wer ist der? Wo wohnt der? Ich komme gleich zu dem. Dann frage ich den mal, warum der das macht. Und ich frage dann so, ey, warum machst du das? Und der so, keine Ahnung, Mann. Sag du mir das. Wir sind keine Verbündeten, nein. Hey, Noah, schön dich zu sehen. John, hallo John, ne. Wir kennen uns ja mit Namen, das ist Quatsch. Hi. Na du. Du kommst gerade richtig, ich rieche einen Boss. Kannst du mich failen sehen. Aber das ist ja nicht das erste Mal. Ein Schmied? Na doch. Hast du mir noch einen Nagel zum Schleifen gebracht? Leg ihn auf den Boden und komm später wieder, wenn du noch am Leben bist. Oh, ich dachte, du warst jemand anders. Du suchst einen Nagelschmied? Nun, du hast einen gefunden. Ich bin kein großer Redner, aber wenn ein Nagel repariert werden muss, bin ich der richtige Käfer. Dein Nagel ist in einem recht jämmerlichen Zustand. Offensichtlich keiner von meinen. Doch mit genug Arbeit und Können kann alles veredelt werden. Sogar diese alte Klinge. Wenn du willst, kann ich deinen Nagel neu schmieden. Das wird die Klinge viel tödlicher machen. Geo ausgeben und Nagel stärken. 250 Geo. Ja. Junja. Wie du wünschst, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Wow, der kann wirklich können. Das wäre geschafft. Ich habe deine Waffe neu geschmiedet. Die besten Grüße an einen treuen Grabwächter. John, danke dir für den super, mega, hammergeilen Follow. Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Schön, dich hier zu haben. Ich freue mich auf alles Weitere, was bei uns passieren wird. Thank you an dieser Stelle. Ja, ich hoffe, dein Tag war heute gut. Du hattest hoffentlich weniger Stress als ich und konntest ein bisschen entspannen heute an deinem Podcast-Mittwoch. Ich habe die Schnalle deines Nagels geschniffen. Du wirst merken, dass er jetzt viel stärker ist als zuvor. Geh raus und probiere seine Kräfte gegen deine Gegner aus.
Ist er wirklich stärker? Er sieht anders aus. Er fühlt sich aber nicht anders an. Oh Gott, das wird schwer. Das wird schmerzer. Oh. Oh, Subhype! Was? Oh mein Gott, mit dem Nagel werde ich alles wegreißen. Kann ich irgendwo hin? Ich habe keine Karte, weil ich noch keine Bank gefunden habe. Auf geht's. Die Stadt der Tränen liegt mir wohl noch nicht. Oder konnte ich da noch irgendwo anders hin? Entschuldigen Sie, hinfort mit ihr! Hinfort mit Ihnen! Keine Verwendung für eure kleinen Leiber. Ja, das Spiel heißt Hollow Knight. Ist ein Metroidvania-Game. Ich habe leider nicht so eine coole Spielinfo. Da müsst ihr mich mal eventuell in das Spiel in den Film bringen, wie das funktioniert, damit das schön aufgetagt wird. Und aufgezeigt. Achso, ich brauche erst eine Grundkarte, um die Karte aufzuschreiben. Okay. Und spielt sich fantastisch. Wenn ich auf den Knopf drücke zum Springen, er springt genauso weit, wie ich den Knopf loslasse und anfasse. Ich meine, ich kann nur ganz kurz, also wirklich, spielerisch, wow, optisch, wow. Ich meine, wenn man diese Szene hier sieht, das ist einfach, und sehr mystisch. Ich mag das, wenn das so ein bisschen, wenn dir nicht alles auf dem Silbertablett gereicht wird von der Geschichte, sondern wenn man ein bisschen stochern und suchen muss, um zu wissen, warum man ist und warum man tut, was man tut. Oh Gott, ich weiß, was er tut! Ah, fuck. Hat er mich tatsächlich... Oh, warte mal, ich kann hier hoch? War ich schon hier oben? Offensichtlich nicht. Ach nee, ich kann nicht. Was habe ich hier für eine Karte? Auch nicht. Nein, ich will nicht. Falscher Knopf. Oh, lauf. Suizidbomber. Immer noch die Frage, was mache ich hier, warum bin ich hier? Ich meine, ich konnte jetzt in das Königreich so einigermaßen. Aber ich brauche für den einen Teil, brauche ich doch noch wieder einen Schlüssel, obwohl ich... Ich kann auch nicht mehr raus aus dem Königreich. Aus der Stadt der Tränen. Okay. Was ist hier nur los? Ich verstehe nichts. Wir beeilen uns mal ein bisschen. Jetzt will ich wissen, was hier los ist. Er sitzt immer noch da rum. Er traut sich nicht weiter in die Stadt. Ich mich schon, wenn sie mich lassen. Wollen wir wirklich dieses Spiel spielen? Okay, dann hast du verloren. Er hätte nicht gegen mich kämpfen brauchen. Ich habe es ihm angeboten, das nicht zu tun. Aber er wollte nicht hören. Wow, wow. Wow. Ich würde auch gern fliegen können. Ich brauchte dich mal eben als... Ich hätte ihn gerne als Sprungbrett benutzt, um einfach direkt hochzugehen. Wo bin ich jetzt? Warum? Ich meine, ich bin jetzt außen an der Scheibe. Ah, Item. Siegel von... Kann ich erstmal lesen? Siegel von Heilers. Sehr unhöflich, diese verrückten Gegner hier. Sehr unhöflich. Das habe ich nicht verdient. Glaube ich. Danke. Ich meine, ich bin jetzt viermal gestorben dafür, dass wir so weit im Game sind. Ich hätte gerne einen Boss. Oh Gott! Hey Pandor! Schön, dich zu sehen. Hallo an die, wunderbaren, Zuschauer von Pandor. Einen schönen guten Abend. Was, Team Rex? Was soll das? Was, ich will da, was ist das? Kenn ich das? Schön, euch zu sehen. Hi. Willkommen hier. Finde ich natürlich... Super! Dass ihr hier vorbeischneit. Oh, guten Tag. Reliktsucher Lem. Ei, ei, du bist auf der Suche nach seltenen Gegenständen. Finger weg! Das ist meine Sammlung und ich verkaufe nicht irgendwelche schmuddeligen Rumtreiber. Ich verkaufe nicht an irgendwelche schmuddeligen Rumtreiber, entschuldigen Sie. Ich kann mir aber vorstellen, dass du auf deinen Reisen auf viele interessante Gegenstände getroffen bist. Willst du vielleicht einen davon loswerden? Ich biete dir für jeden ein Tauschgeschäft an. Ah, okay.
Boah, das ist das Königseidol, krieg ich 800 Geo für. Ich verkauf's. Ich weiß nicht, wofür ich's brauche, also. Der König von Heilandsnest war ein geheimnisvolles Wesen, das von seinem Volk vergöttert wurde. Weil man den König so selten sah, wurde er durch diese Statuen verehrt. Sie wurden von Meisterhand angefertigt. Nur wenige können heute solche Werke verbringen. Fell me Archit. Hier wird einem alles geboten. Alles! Pornos vielleicht. Ah ja, und dann, aber der sexy Kalender ist unterwegs, das ist korrekt. Der sexy Kalender. Oh, den habe ich wieder gegeben. Ich will nicht gegen den kämpfen. Kann ich weiter hoch? Ich glaube, ich gehe wieder runter. Oh! Okay. Ich dachte, das wäre ein freundliches Geräusch gewesen, aber die machen ähnliche Geräusche wie die kleinen Larven, die man retten kann. Deswegen war ich jetzt so, oh ja, geil, Larve. So, ich krieg wieder Geld von dem Opa. Oh. Lass mich doch nicht verarschen hier. Geld. Ranziges Ei. Oh ja, das wollte ich immer haben. Gut. Mein Lieblingsgegenstand. Komm ich da nicht hoch, Mist. Ich weiß nicht genau wie. Oh mein Gott! Er kann Ramattacke. Ramattacke ist nicht gut. Wir haben fast genug, um die Lampe zu holen. Haha. Na komm, trau dich. Ich bin's. Dein schlimmster Albtraum. Wie geht's euch so an diesem wunderschönen Abend? Ich mache auch nicht mehr. Ich habe eigentlich auch nicht mehr vorgehabt, so lange zu machen. Renne ja eigentlich nur noch rum, weil ich noch keine Bank gefunden habe zum Speichern. Ich wollte schon immer ein ranziges Ei. Wieso? Du bist doch mit mir zusammen. Danke, der Lurch. Ich denke, Mosi reicht hoffentlich an der Stelle. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Thank you. Hopp, 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 hopp. Verdammt! Warum? Welche Tücke der Evolution hat diese Viecher dazu gebracht, zu quiekenden Suizidbombern zu werden. Was haben die davon? Warum? Warum entwickelt sich Leben so? Und wer hat was davon? Okay. Oh, hier kann man wieder gucken. Pff, ich kann wieder gucken, wie ich sterbe. Hör auf damit! Ja, Suizido. Suizido ist definitiv nicht in unserer gewollten Kette der Evolution. Wir gehen mal weiter hoch und gucken uns mal um. Ich kann noch weiter hoch. Ich suche entweder einen Boss. Oben ist eine Bank. Yes! Okay, dann gehe ich erst zur Bank. Und dann gucken wir, ob wir noch einen Boss finden auf die Schnelle. Das ist keine Bank, aber ich nehme natürlich die Larve gerne mit. Siehst du, guck mal, jetzt machen die genau. Naja, gut, die machen nicht ganz dieselben Geräusche. Aber die freuen sich immer so, wenn man die befreit. Oh, die Kamera geht so komisch nach oben. Kann ich dich erst die Bank haben? Ich wollte doch erst die... Oh, fuck. Ich wollte erst die Bank haben. Das kann ich der einzige Gegner sein. Die sind super aggro, ey.
Okay, der Tod wurde aufgezeichnet. Oh! Nein! Wo muss ich jetzt lang? Ach, ich weiß ja, wo ich lang muss. Oh, es ist unständig. Es ist jetzt aber voll umständlich. Au. Hier lang. Ich meine, vor allem, ich kämpfe die ganze Zeit gegen diese Art. Oh Mann. Ich kämpfe die ganze Zeit gegen diese Art von Gegner. Und dann. Dann. Und dann kriege ich so einen auf den Keks. Warum? Das war nicht im Sinne des Erfinders. Aber ich weiß ungefähr, wo es lang geht. Die Karte ist ja nicht so groß. Ich glaube, wir waren oben nicht. Wie lange mache ich noch? Ich werde den Boss auf jeden Fall noch machen. Geplant ist bis 23 Uhr. Da haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Und ja, das ist so mein üblicher Werdegang in der Woche. Am Wochenende kann das mal länger werden. Ach, Nossi. Ach, du warst noch dabei, du. Dankeschön für den Superhost. Mann, ihr macht Sachen. Das könnt ihr doch nicht tun. Ihr könnt die nicht abends alle zu mir schicken. Die Leute wollen dann mehr, mitten in der Woche. Willkommen. Schön, dass ihr da seid, ihr wunderbaren Krümelkekse. Knusperhelden natürlich, meine ich. Krümelkekse finde ich aber auch süß. Wollte ich aber gar nicht sagen. Das war ein Versagen meines Geschlechts und Alters. Designfehler, schön dich zu sehen. Ah, Gott. Vielen Dank für den Follow. Willkommen in der Reihe der Grabwächter. Oh, wie mache ich das jetzt? Kann ich hier lang gehen? Der Geist ist mal so gruselig. Gibt's hier eine Bank? Das sieht auch noch im Bossraum aus. Okay, wir müssen das jetzt clever machen. Komm her. Jetzt muss ich gegen mich selbst kämpfen und gegen die bösen Monster? Das ist nicht gut. Das wird mein Ende sein. Oder deren Ende. Kommt immer drauf an. Da bin ich gerade gestorben. Da bin ich gerade gestorben. Warum bin ich da gerade gestorben? Oh. Mein Lieblingsband. Schön, dich zu sehen. When I get this feeling, first try, first love. So sieht's aus. Ist es nicht eine gelungene Abwechslung zu dem sich windenden, natürlichen Höhlen? Auch wenn der Regen dem Ganzen etwas Trauriges verleiht, die Architektur ist einfach nur prächtig. Einen so einzigartigen Ort zu kartieren ist eine echte Herausforderung, aber ich habe sie gerne angenommen. Möchtest du vielleicht eine Kopie von meiner bisherigen Arbeit erwerben? Karte des Gebiets kaufen? Yes. Hey Sky, schön, danke schön für deine 200 Bits. Danke schön und willkommen als Streamboss. Eine kleine Bank. Yay. Heute wird er oft die Unterwäsche gewechselt und mehr. Definitiv mehr. Der gute Conifer. Das ist auch ein toller Typ. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Wir haben doch schon miteinander gekämpft. Das muss doch nicht wieder sein. Immer diese Gewalt. Ich will das nicht. Eine Krone aus. Wow, ich bin gerade. Warum schon wieder ein Boss? Oh, das war dumm. Da war nichts Cleveres dran. Oh! Au! Au! Oh yeah! Wie heißt das Game? Das Game heißt Hollow Knight, genau. Ich hoffe, ich hab's da unten im Stream stehen, dass ich das spiele. Das sollte eigentlich, ja. Ist da ein Metroidvania-Game? Das Seelenheiligtum.
Geile Mucke. Ich höre schon wieder Koniferen. Was ist hier los? Eine verzierte Tür aus funkelndem Metall. Da ist eine Öffnung für eine Art Schlüssel. Okay. Was heißt für eine Art Schlüssel? Entweder ja oder nein. Was ist denn da oben los? Das ist eine Art Kugel. Da steht immer noch Tingel. Ich glaube nicht, dass da noch Tingel steht. Bei Saga steht definitiv Hollow Knight. Ja. Okay. Wäre gar nicht, hätte es nicht gerechnet. Oh. Dann hättest du aber das. Oh! Da wollte ich hin. Hättest du aber dieses wunderbare Game verpasst. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das? Der Seelenlurch, habt ihr den gesehen? Das ist nicht okay. Der Seelenlurch. He is real. Können wir wieder aufzufahren, wenn wir wollen. Verpassen aber dann diese Gegend. Schon wieder so einer, der war gerade noch ein Boss. Soll ich mich einfach so mit dem prügeln? Das war gerade ein Boss! Jetzt habe ich zwei von den Typen am Arsch. Kann aber nicht wahr sein. Hier muss irgendwo ein Nest sein! Shit. Okay. Alles gut. Bericht aber. Von aber? So sehr schränkt uns der Geist noch immer ein. Wie könnten wir seine Grenzen überwinden? Ist es überhaupt möglich, einen unverfälschten Fokus zu erlangen? Oh, Sekte! Ich rieche Sekte! Hab ich den Schalter schon gedrückt? Nein. Da vorne sieht es schon wieder so nach Boss aus. Riecht ihr das auch? Was ist unsere Aufgabe im Spiel? Das wissen wir nicht. Wir haben gerade eben rausgefunden in einer Cutscene, dass wir... Also, wir sind hier hingekommen, weil uns irgendetwas, diesen kleinen Freund, den wir hier spielen, den zieht irgendwas magisch in diese Stadt und wir wissen nicht, was es ist. Und wir irren hier umher und ziellos wandernd erfahren wir immer mehr über diesen Ort und über das, was dieser Ort ist. Und anscheinend sind wir hier, um Hollow Knight zu suchen, weil dieses Land verfällt. Und solange Hollow Knight lebt, kann dieses Land aber nicht sterben. Und irgendwas muss mit Hollow Knight sein, weil sonst wäre es ja nicht so, wie es ist. Wow, wow, Junge, Alter! Du kannst nicht einfach chargen und dann so tun, als ob du der Barbo hier bist. Ich hab gegen Mantiten gewonnen. Ich werd... Oh mein Gott, du kannst Magie. Warum kannst du Magie? Das war's für mich. Und ja, wir schlagen uns hier so weit es geht herum. Was es genau bringt. Hier habe ich abgebrochen, die Suche. Wir gehen nochmal zurück. Den Boss will ich jetzt noch machen. Warum kommen die immer aus dem Nichts? Können die sich nicht mal benehmen? Oh Gott, das war dumm. Da habe ich gemerkt, dass das Hochspringen nicht so okay war. Ab wieder zurück ins Seelengefängnis. Ich wusste, dass da ein Boss war. Das hat man so gesehen. Und da kommt er mir mit sowas. Leicht. Nee, ach, hier waren wir schon, verdammt. Hier war nichts, was wir gebrauchen könnten. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir unser Leben wieder zurückbekommen, ohne vorher den Boss zu machen, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Und ich will nicht nochmal sterben. Ihr freut euch hier jedes Mal, wenn ich draufgehe. Wie kommt das? Ach, pff. Bleib hier! So gut bin ich nicht draufgegangen. Mein kleiner Kopf ist zu dick. So, jetzt heilen wir uns einmal durch. Und dann machen wir den gleich. Ganz ehrlich, John, ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hast, in irgendeiner Form, und ich weiß, dein Plan ist pickepacke voll,
versuch das Spiel für dich selbst. Das ist wirklich, es ist ein Spiel, also von der Steuerung her, wow. Vom Gameplay her macht es super viel Spaß. Und man weiß halt nicht, wo man lang muss, wenn man keine Guides nutzt. Will ich das? Kann ich meinen Geist anlocken ohne den Boss? Nope. Könnt ihr bitte aufhören mit der Magie? Jetzt mache ich den platt. He will die! And I will. Ich werde sein Richter sein, hoffe ich. Oh Gott, ich muss das besser teilen. Ich werde sein Richter sein. Habe ich gesagt. Das nicht nur daher gesagt. Ich werde sein Richter sein. Boom! Das war knapp. Ich zock das mit Gamepad. Ich bin ja kein Gamepad-Freund, aber das ist ein Spiel, das kann man und muss man mit Gamepad wohl spielen. Ähnlich wie Dark Souls. Oh Gott. Und andere halt alte Spiele, so Konsole, Metroid und so. Okay. Das war gut. Das hat gut getan. Das hat gut getan. Wo kommen diese ganzen... Ich will nicht gegen diese kämpfen. Die sind... Oh mein Gott. Die sind mega gefährlich. Und ich will auch diese komische Super-Missile zu lernen. Getreckt. Das ist Monstermann. Hier kommen wir wieder nicht durch. Ah, wir kommen da doch durch. Wir sind nur oben lang. Okay. Oh Gott, Lurche! Schon sagen, gehst du auch hoch auf Zug? Ich frag mich immer noch, was ich hier suche. Ach, ich frage mich, was ich hier suche. Und ich bin ziemlich sicher, ich werde gleich etwas finden, wenn ich hier weitergehe. Schon wieder so ein Priester oder was das ist. Ach, ich komme da nicht weiter, Mist. Das wird blöd auf engem Raum. Jetzt habe ich zwei von denen am Popo. Die porten auch minimal gar nicht schnell oder so. Einer weniger. Nochmal, das Ding war gerade ein Boss. Beide Hände nach oben. Locker durch die Hose atmen. Ustra kriegt das hin. Ihr seid in den besten Händen. Der Pharao lässt euch nicht zum Stich. Ich geh da lang. Ich lass den nicht. Ich geh einfach weg. Ich lass euch doch im Stich. Ah, au! Das war gar keine Transition. Drecksack. Oh, hier ist schon wieder ein Thron. Ach. Ach. Ach, Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen! Ist gerade gut. Okay, ja, ich weiß, ihr wollt, dass ich sterbe. Ist mir schon... Verdammt nochmal! Sehr weit! Zauberbändiger! Okay, hier oben muss irgendwo ein Nest sein. Das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, das sind alles Käfer. kein Ton ist auch eine Message. Die Tür ist hinter mir. Oh mein Gott! Kommt ihr gerade näher? Oh, scheiße. Der Seelenmeister! Oh, fuck! Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Nochmal. Fuck. Plus eins. Ich muss da wieder hinlaufen. Den muss ich noch machen. Den Seelenmeister. Der Seelenmeister ist meine Beute. Das ist meine Beute. Das muss jetzt sein. Geh mal bitte sterben oder so. Meine Geos sind weg. Nein. Ich brauche mein Geld. Komm schon. Komm schon, Game. Du kannst mir nicht mein Geld nehmen. Nimm mir meine Würde, aber nimm mir nicht mein Geld. Kannst du die Projektile zerschlagen? I never tried that. Ach, jetzt bin ich schon wieder hingelaufen. Ech, Wegfindung. Ein weiteres Thema unserer heutigen Sitzung. Ich weiß nicht, ob ich die. Ich werde gleich mal versuchen, ob ich die Projektile kaputt schlagen kann. Ich glaube aber nicht. Und ich glaube, wenn explodieren die. Das ist eher semi. Nach oben! Ich meine, wir haben viele Abkürzungen freigeschaltet. Sind wir nach oben gegangen? Ja. Sie können mich in Ruhe lassen. Sie sind sehr nett. Ich mag sie. Grüßen Sie doch mal Ihre Mutter von mir. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe für sowas keine Zeit. Der Seelenmeister wartet auf mich. Awusel wird uns leiten, Freunde. Ich habe euch gesagt, ich werde Antworten hier finden. Ah. Oh. Oh, mein Geist ist ziemlich stark. Eine Magie reicht nicht mehr, um ihn zu erledigen. Jetzt ist kein Wunder, warum wir hier schon Seelenkraft kriegen. Ja, normal das Ganze. Mein kleiner Schmeister. Oh, das ist doch viel zu schnell. Okay. Warum war es das schon? War es das schon? Nee, hat sich irgendwie. Er hat sich sehr ausgelaugt gefühlt. Habe ich den eventuell in Stunlock gebracht? Oh, ich renne aber auch rein. Also ich bin gar nicht capable of das Ding hauen. What the fuck? Du kleiner Drecksack, Alter. Oh, du bist schnell. Du bist schnell und stark und dein Name ist nicht Dora. Guck dir das an, damit antäuschen, ey! Fuck! Kein Timing! Ich kann ihn nicht zerstören. No, nope, ich kann ihn nicht zerstören. Aber ich hab versucht. Okay. Glück, dass ich da weggepauset bin. Also, ich muss sagen, der Boss sieht mega... Komm schon. Der Boss sieht mega gut... Boah, der hat viel Leben. Der sieht mega gut aus. Das macht mega Spaß, gegen ihn zu kämpfen. Und wie gesagt, das meine ich. Ah! Seelenmeister, nennt mich euer neuen Seelenmeister. Was ist denn mit ihm los? Und eine neue Kraft. What the fuck? Was? Ich konnte seine Kraft nicht... What? Ich dachte, er wäre tot! Du kleine Sackratte, Alter. I will kill you. I will make you... I will make you feel pain! Jetzt aber. Keine Tricks mehr? Du bist tot? Dann forever? Du stehst nie wieder auf? Es tut mir leid. Tut mir leid. Ich hasse dich. Okay. Wir können weiter.
der Elendssturz. Ach, das ist dieses. Okay. Drücke kurz B, während du runterhältst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Prepare to die. Prepare your anus. Ah, und diese ganzen Rappelten, die ganzen Rappelsachen kann ich jetzt kaputt machen. Das ist gut, dann können wir nämlich auch an anderen Stellen weiter. Und es gibt natürlich Loot. Das war der Versehensboss, der Mittagsboss. Ja, ich hoffe, dass die noch schlimmer werden. Ich mag das. Ich brauche nicht so viele Versuche für einen Boss. Ich brauche ungefähr mal einen Versuch pro Boss. Oh, das macht Spaß. Das ist leider ein bisschen wenig. Also die könnten ruhig ein bisschen schwerer sein. Obwohl ich sagen muss, die sind schwer. Ich weiß auch nicht. Aber ich komme jetzt gerade frisch aus Super Metroid. Vielleicht liegt es auch daran ein bisschen, dass ich... und das ist definitiv schöner vom Controller-Gefühl als Super Metroid. Vielleicht liegt es daran, dass es mir leichter fällt zurzeit. Oh Gott, hat's mir wehtun. Ich kann nicht... Autsch. Ich kann hier nicht durch. Das ist schlecht. Warum bin ich hergekommen? Guck mal das. Ach, guck mal. Ah. Shit. Das war dumm. Das war dumm. Jetzt muss der wieder hoch. Die haben mich alle ganz doll lieb. Glaube ich. So, gehen Sie doch bitte weg. Ich rette dich, mein kleiner Freund. Nope, 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 nope. Ich nehme alles zurück, ihr habt mich doch nicht lieb. Oh fuck, das wird nicht gut ausgehen. Das wird nicht gut ausgehen. Töte sie alle. Töte sie. Das ist brutal, ich geb's zu. Diese ganzen unschuldigen Wesen, die einfach nur verformt und deformiert sind durch das, was man mit ihnen getan hat. Sie wollen nur eine Umarmung. Und ich kann ihre Umarmung nicht standhalten, denn ihre Umarmung, da ist er. Ich hoffe, dir tut's immer noch leid. Ich werde mit deiner Mama sprechen. So geht das Verhalten nicht weiter. Das stimmt. Die sehen ein bisschen aus wie die Karpfen im Luisenpark. Das war ein Abenteuer, sag ich euch. Da waren Karpfen so groß wie Fische. Und so groß wie... So groß wie manche Städte. Was sind diese komischen Bosse? Wo bin ich hier eigentlich gerade? Will ich hier hin? Komme ich hierher? Ich komme hierher, okay. Okay, warte mal. Lass uns nochmal zu dem Bossraum gehen. Ich glaube, ich habe etwas gesehen, Grabwächter. Ich glaube, wir müssen es gemeinsam erkunden. Oh! Au! Kann ich da lang? Das will ich jetzt noch wissen, dann suche ich mir einen Speicherpunkt. Oh! Das ist voll ungünstig, ich versuche es nochmal. Also ich könnte da lang, irgendwie. Aber es ist Teil des Spiels, das ist einfach nur meine Fantasie. Das ist wahrscheinlich nur meine Fantasie. Wir gehen da nicht. Oh mein Gott, der ist auch nur ein Konstrukt meiner Fantasie. Ich sehe ihn nicht und was ich nicht sehe, kann mir nicht wehtun. Okay. So läuft das doch, oder? Wo ist deine Bank? Ich brauche eine Bank. Für meine Füße. Für meine kleinen Füße. Autsch. Oh Gott, ich werde sterben. Die sind alle so gefährlich. Wo bin ich? Ach, ich bin hier. Sehr gut. Das heißt, die Bank ist... Ion. Was bedeutet das?
Jawohl. Ja, dann war das ein aufregendes Abenteuer oder täusche ich mich da komplett? Ich fand es sehr aufregend heute, auch dass ihr so fleißig hier erschienen seid. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an alle die das Ganze supporten. Und vor allen Dingen vielen Dank an North, Heike, das komplette Team North, was hier offensichtlich heute auch sehr viel für Stimmung gesorgt hat. Danke an euch, danke an dieser Stelle. Das war Hollow Knight. Wenn ihr mehr sehen wollt, sagt doch einmal Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Sorry, meine Abmoderation ist immer wonky, weil ich das fürs